dass ich meine eigene Meinung dazu kundtue. Okay, aber der Protest ist ja schon ja, das Wasser. Ist, genau, ja. Ja. Okay. Wir haben da und auch ja, da wollen wir nochmal darauf hinweisen. Ja. Werden Sie dann Fragen stellen? Vielleicht wäre es ja wärmer. Wenn sich das ergibt. Ja, und wichtig ist auch, also weil RWE hat schon in einer Broschüre September 2008 gefordert, dass das Abfallrecht, das Wasserrecht und das Werberecht so geändert werden müssen, dass die innovative, in Tüttelchen gesetzt, CCS-Technologie ihre Wirkung voll entfalten kann. Ja, genau. Ja, also das ist sowas zusammengestellt. Das, hat, das ist die Aussage vom RWE. Das könnt ihr auch im Internet nachlesen. Das ist... Zeig mal um Licht. Ja. Und jetzt, das ist vorne Umweltamt. Wir fragen uns, Herr Henze war nah dran, war fast richtig mit Berufsbildungsstelle. Bildungs- und Arbeitswerkstatt Sutonda, GmbH. Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, ich kürze nach, liebe Funktionsträger, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Bürger und Bürgerinnen. Ich freue mich, dass wir Sie hier bei uns in unserer neuen Halle der Bildungs- und Arbeitswerkstatt auf dem Gelände der Bildungs- und Arbeitswerkstatt willkommen heißen dürfen. Wir freuen uns ganz besonders, ich sage auch wir ganz bewusst, weil ich bin ja nur einer und alleine kann man ganz wenig bewegen. Wir bewegen hier die Arbeit vor Ort mit 140 Jugendlichen in 10 Werkstätten, alle mit dem Ziel,
gemeinsam in den Arbeitsmarkt zu spielen, das heißt Arbeitsmarktintegration. Das Ganze machen wir mit 31 Kollegen zusammen und bemühen uns hier vor Ort Randriff und werden wahrscheinlich gemerkt haben, ja, das schmeckt. Das machen unsere Auszubildenden gemeinsam mit unseren Teilnehmern aus der Berufsvorbereitung. Alles junge Menschen, die scheinbar ein bisschen abgekoppelt sind, die wir hier bei uns vor Ort eine Chance, denen wir hier vor Ort eine Chance geben auf Arbeitsmarktintegration. Darauf sind wir stolz. Alles, was wir hier machen, machen wir nur mit dem Ziel, in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Der eine oder andere denkt vielleicht so, Berufsvorbereitung, das sind immer so Zwischenparklösungen, so Warteschleifen. Ich möchte noch mal so zwei Zahlen dazu sagen, das sind es nicht. Wir nutzen das ja ganz bewusst als Entwicklungsphase, denn die Jugendlichen, die zu uns kommen, wir schaffen es durch die Bank 70-80% in den Arbeitsmarkt zu vermitteln, letztes Jahr 72% und davon 60% in den ersten Arbeitsmarkt, Ausbildungsmarkt. Und ich denke mir, das ist eine Zahl, die lässt sich hören, auch volkswirtschaftlich macht das Sinn, frühzeitig, rechtzeitig, präventiv zu investieren und da sind wir stolz drauf. Und wir auch sagen, wir freuen uns, hier Gastgeber sein zu dürfen, die Region hier zu haben, die Aktivregion auf Friesland Nord, weil das können wir nicht alleine gestalten. Wir brauchen gar nicht dieses Bewerkstelligen, was wir hier mit diesen 140 jungen Menschen im Hause machen. Deswegen freuen wir uns ganz besonders, dass Sie hier sind und hoffen, dass wir die nächsten zwei Stunden ein spannendes, interessantes und informativen Abend hier haben. Ich freue mich, dass Sie da sind. Wer Lust hat, nachher nochmal uns anzuschauen. Ja, die Geschäftsführung der AG Netz GmbH & Co. KG heißt alle Gäste ganz herzlich willkommen. Ganz besonders begrüßen wir den Ministerpräsidenten des Landes Schleswig-Holstein, Herrn Peter-Harry Carstensen, und seine gesamte Begleitung. Kommen wir hier die Einzelheiten. Also einen Fakt möchte ich doch nennen. Es ist total unverständlich, dass man, wenn man eine Windkraftanlage in einem Eignungsraum aufstellt, man hat eine gewisse Höhe, dass man das eineinhalbfache Abstand einhalten muss zu einem Gemeindeweg. Man muss zu dem Granzig draußen in der Landschaft, wo doch relativ wenig Verkehr herrscht, den gleichen Abstand einhalten als wie zu einer Bundesstraße. Unverständlich. Das können wir nicht akzeptieren, das vernichtet Wertschöpfung in der Region und vermindert die Glaubwürdigkeit der Politik. Wir von der AG Geschäftsführung sind es gewohnt, direkt mit den Spitzen der Politik, der Wirtschaft und den Verbänden zu sprechen. Heute Abend haben Sie als unsere Gäste die Gelegenheit, direkt mit der Spitze der Landesregierung zu sprechen. Eine Bitte nur, ich denke, viele wollen eine Frage loswerden. Also bitte fassen Sie sich kurz und kommen Sie sehr schnell zu Ihrer Frage. Ich wünsche uns allen eine fruchtbare, angenehme Diskussion mit Peter-Harry Carstensen. Ja, sehr geehrter Herr Ministerpräsident Carsten, sehr geehrte Damen und Herren, die Aufforderung gerade eben, Herr Hensen, du passt nicht ganz in Grußwort hinein, auch dass ich mich vorbereitet habe. Ich bin mir aber trotzdem sicher, dass wir eine Menge zu den Projekten hier in unserer Aktivregion heute Abend hören und sehen werden. Ich habe gerade eben so dieses große Transparent gesehen. Das war mir gar nicht so bewusst, dass wir die Aktivregion Nummer 1 sind. Aber ich finde, das ist, das nimmt man gerne mit. An die Menschen zu geben. Lieber Christian Hansen, lieber Herr Hense, meine sehr geehrten Damen und Herren, das, was liebe Frau Kollegin Dammerow, was gerade eben schon alles gesagt worden ist, wäre an sich schon in der Diskussion ab. Aber ich will doch auf ein paar Punkte, weil ich sie mir auch aufgeschrieben habe und sonst vergesse, auch eingehen. Erstens, lieber Herr Bockholt, herzlichen Glückwunsch zu den Aktivitäten.